Das Verbindende der Welterbestätten der UNESCO ist deren Einzigartigkeit. Das Primarathaus und der Dachstuhl, in dem wir uns gerade befinden, ist insofern einzigartig, dass dieser Dachstuhl nur ein einziges Mal auf der Welt so existent ist, wie er hier zu sehen ist. Durch Forschungsprojekte, die in den letzten Jahren auch durch die Dachsanierung existierten, konnten wir feststellen, dass das Holz aus dem heutigen südlichen Niedersachsen kommt und durch niederländische Baumeister als Dachstuhl zusammengesetzt wurde. Der Zweite Weltkrieg hat dem Dachstuhl kaum Schaden zugefügt. Es sind leichte Brandspuren im hinteren Dachstuhlbereich zu erkennen, aber ansonsten ist der Dachstuhl in den Jahrhunderten unzerstört geblieben. Er ist insofern was Besonderes, da der Dachstuhl nicht nur das Dach an sich trägt, sondern auch durch eine Innenkonstruktion die Decke der oberen Harthaushalle trägt und somit seit über 400 Jahren für die Stabilität des Gebäudes sorgt und auch die Einzigartigkeit des Rathauses an sich und der oberen Rathaushalle dann widerspiegelt und das ganze Gebäude für sich zusammenhält.